In Spanien landen pro Jahr 1,3 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Damit soll jetzt Schluss sein, denn die Regierung in Madrid will Lebensmittelverschwendung unter Strafe stellen und hat diesbezüglich einen Gesetzentwurf gebilligt. Nach dem Gesetz sollen Lebensmittelspenden an Tafeln und andere Hilfsgruppen besser organisiert werden. Supermärkte werden aufgefordert, die Preise zu senken, wenn das Verfallsdatum näher rückt. Und Restaurants und Kneipen sollen den Gästen kostenlose Doggy-Bags anbieten, damit diese nicht verzehrte Speisen mit nach Hause nehmen können. Der Gesetzentwurf sieht Strafen zwischen 2.000 und 60.000 Euro für alle Unternehmen der Produktions- und Vertriebskette vor. Der Minister für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung, Luis Planas, hob den Pioniercharakter des Gesetzes zur Vermeidung von Lebensmittelverlusten und Verschwendung in der EU hervor. Verschwendung hat wirtschaftliche, soziale und ethische Folgen. 20% aller Verluste entstehen auf dem Weg zum Laden, 40% dann aber im Einzelhandel oder bei den Verbrauchern zu Hause. Das Gesetz soll in den nächsten Tagen dem Parlament vorgelegt werden und nach Vorstellung der Regierung von Ministerpräsident Pedro Sanchez Anfang 2023 in Kraft treten.